Als unabhängiger Einzelkandidat geht André Liebsch ans Rennen. Der 54-Jährige ist in Kopitz-West zu Hause und wirbt als Einzelkämpfer um die Gunst der Wähler. André, wir haben uns an einem etwas außergewöhnlichen Ort, möchte ich fast sagen, getroffen, auf dem Kohlberg. Ja. Warum hast du dich für das Interview für diesen Ort entschieden? Ich habe mich für den Kohlberg entschieden, hier dieses Interview zu machen, weil man von hier aus einen wunderbaren Blick über unsere Stadt, über die Landeshauptstadt, über die Themen und die Probleme und die Herausforderungen unserer Stadt hat. Das fängt an auf dem Feistenberg beim IPO, geht weiter über die Trasse für die Schnellbahnverbindung nach Prag, Landeshauptstadt Dresden, wir als Speckgürtel der Landeshauptstadt, wie wir uns immer gern bezeichnen. Wir sehen das Rathaus und hinter dem Wald wäre dann das Landratsamt, mit dem wir ja auch gut zusammenarbeiten müssen in unserer Stadt, damit wir vorankommen auf Landkreisebene. Das sind die großen Themen, mancher würde vielleicht auch sagen, die großen Baustellen der Stadt. Ja. Du hast dich entschieden, als Oberbürgermeisterkandidat anzutreten. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Ich möchte gern den Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot machen als parteiloser Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl anzutreten. Ich habe in den letzten Jahren durch mein Engagement als Stadtrat gemerkt, dass man in der Stadt viel erreichen kann, wenn man sich engagiert. Und dass die Kandidatur zum Oberbürgermeister ist die Konsequenz aus meiner Arbeit der letzten Jahre. Du warst in verschiedenen Wählervereinigungen schon aktiv, bist jetzt parteilos. Als unabhängiger Kandidat trittst du an. Mhm. Warum betonst du das bewusst immer wieder? Es ist mir wichtig, das bewusst zu betonen, weil ich denke, dass im Rathaussessel ein unabhängiger Kandidat und eine unabhängige Kandidatin sitzen muss, um die Probleme unserer Stadt unabhängig von Parteibüchern oder von Parteiinteressen generieren oder zu gestalten und umzusetzen. Du hast in verschiedenen Berufen schon gearbeitet, warst immer Angestellter. Jetzt geht es darum, den Posten des Oberbürgermeisters zu besetzen. Das sind rund 240 Angestellte, Mitarbeiter, die in der Stadtverwaltung arbeiten. Wie groß ist der Respekt vor dieser Aufgabe? Mich erwarten dort in der Stadtverwaltung große Aufgaben. Ich habe dort 240 Mitarbeiter zu führen, dann als Oberbürgermeister, das ist mir bewusst. Ich habe in den letzten Jahren als Stadtrat engen Kontakt auch in die Stadtverwaltung, auch in die Führungsebene gehabt und weiß damit umzugehen. Ich denke, dass in der Stadtverwaltung wir keinen Verwalter brauchen oder keine Verwalterin, sondern einen Gestalter, der gestaltet, zusammen mit der Stadtverwaltung neue Ideen aufgreift und diese umsetzt. Du schreibst in deinem Wahlprogramm, Pirna braucht einen Neustart. Wenn ich bei mir am Rechner den Neustart auslöse, dann ist ziemlich viel schiefgegangen und nichts geht vielleicht mehr am Computer. Steht es in Pirna aus deiner Sicht genauso? Das ist ein guter Vergleich, aber als Neustart würde ich eigentlich nicht so den Reset sehen, dass man ein Problem hatte und jetzt unbedingt einen Neustart braucht. Ich denke eher, es geht darum, dass wir neue Ideen in unserer Stadtverwaltung brauchen und ich weiß auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die darauf brennen, ihre Ideen, die sie für die Stadt haben, umzusetzen. Das klingt schon ein bisschen nach Nähkästchen. Was sind vielleicht so Vorstellungen, Ideen, die du in dir trägst, die vielleicht schon an dich herangetragen wurden? Was würdest du ganz konkret verändern wollen? Ich stelle mir vor, dass ich die stadtverwaltungsinternen Abläufe so verschlanke, dass ich die Kompetenzen anders setze, zum Beispiel eine Art Think Tank in der Stadtverwaltung installiere von Mitarbeitern aus verschiedenen Ressorts, die unabhängig von den gesamten Verwaltungsabläufen Ideen entwickeln können bis hin zur Umsetzung, um die verwaltungsinternen langsam malenden Mühlen ein bisschen zu umgehen. Sprechen wir mal über konkrete Projekte, über konkrete Dinge, die die Stadt bewegen, die in der Stadt bewegt werden müssen. In welchem Bereich, glaubst du, gibt es in Pirna Nachholbedarf? Ich denke, dass wir Nachholbedarf haben in Sachen oder in Dingen, die jetzt nicht konkret benannt werden können, aber ich sag mal unter dem Begriff Vision laufen. Also wir haben spezielle Projekte, die wir umsetzen wollen. Das ist einmal der IBO. Mir brennt auch unter den Nägeln, dass wir die Jugendarbeit deutlich verbessern müssen. Wir brauchen Streetworker auf den Straßen. Wir müssen den Hanno e.V. personell und finanziell auch stärken. Und wir müssen auch im Ordnungsamt mit mehr Personal und Ausrüstung für eine besser gefühlte Sicherheit in unserer Stadt sorgen. Also wenn ich dann
höre, dass das Ordnungsamt auch nicht 7 Tage die Woche 24 Stunden dienstbereit ist, dann müssen wir dort was ändern. Das ist meine Meinung, so wie die Polizei auch immer dienstbereit sein muss. Wenn wir das Thema Sicherheit vielleicht nochmal heranführen, du sprichst es an, aus deiner Sicht muss da was passieren, muss sich da was verbessern. Wie schätzt du denn die aktuelle Sicherheitslage in Pirna ein? Viele Bürger machen die Sicherheit in unserer Stadt nicht an dem, was sie täglich erleben oder an Straftaten fest, die tatsächlich passieren, sondern an ihrem Gefühl. Und wenn sie merken, sie fühlen sich unsicher in ihrem Stadtteil, dann muss dort was getan werden. Das muss nicht unbedingt Polizei vor Ort sein, das kann auch einfach eine Streife sein, die vom Ordnungsamt gestellt wird und tagsüber auch erreichbar ist oder halt ein Ansprechpartner in einem Stadtteil, wo die Bürger hingehen können und ihre Beschwerden darlegen können, ohne direkt immer ins Rathaus gehen zu müssen. Das heißt, eine Person für das gute Gefühl, die im Notfall vielleicht aber gar nicht eingreifen kann? Die im Notfall schon eingreifen kann, das ist schon richtig, aber die vorsorglich erstmal dafür da ist, Präsenz zu zeigen, vor Ort zu sein, Ansprechpartner zu sein, so wie die Bürgerpolizistin in der Altstadt das macht oder der Bürgerpolizist in Kopitz oder auf dem Sonnenstein. Sowas stelle ich mir auch fürs Ordnungsamt vor. Wir haben hier zwei wichtige Blickachsen, du hast es angesprochen, den IPO, die Südumfahrung, beides Dinge, die noch nicht da sind in Pirna. Eines davon wächst zumindest, wenn auch nur langsam. Ja. Wie denkst du über diese beiden Projekte, speziell über das Thema IPO? Die Südumfahrung halte ich für wichtig für unsere Stadt. Ich hoffe, dass sie tatsächlich auch 2027 fertig sein wird. Wie sich der Tourismus in unserer Stadt dadurch entwickelt, ist noch nicht absehbar. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Möglicherweise fahren viele Touristen an unserer Stadt dadurch vorbei. Da müssten wir, was würde ein Oberbürgermeister dagegen tun? Wie würde man gegensteuern? Wir müssten mehr ins Marketing in unserer Stadt eingreifen. Ich stelle mir zum Beispiel auch vor, dass wir haben ja 3 Institutionen, die sich um unsere Stadt kümmern. Das ist einmal das Stadtmarketing selber bei der SEP angesiedelt, das City Management und die KTP. Ich stelle mir vor, dass dort enger zusammengearbeitet wird, dass möglicherweise auch dafür gesorgt wird, dass das alles unter einem Dach gehandelt wird. Also dass gute Ideen bündeln. Und das sehe ich bei diesen 3 Institutionen aktuell nicht so, dass man sagt, das ist effektiv, wie man sich das als Oberbürgermeister vorstellt. IPO als zweites großes Thema? Genau, zum Thema IPO sehen wir ja hier eine schöne grüne Wiese, die irgendwann mal vielleicht mit Industrie- oder Gewerbeansiedlung, Technologiezentrum bebaut werden wird. Wir haben damals, als das 2018, 2019 ein Bürgerbegehren initiiert, weil wir damals gewusst haben, dass das eine hohe Diskussion bringen wird, hier auf dieser schon schönen Gegend in Industriegebiet anzusiedeln, in dieser touristisch geprägten Gegend, die von Pirna umgeben ist. Und wir wollten damals die Bürger entscheiden lassen, ob hier tatsächlich eine Ansiedlung kommen soll. Es ist uns nicht gelungen, weil die Fragestellung eine falsche war, aber unabhängig davon hat es halt die Diskussion um diese Industrie, um dieses geplante Industriegebiet vorangebracht. Ich denke, bei aller Diskussion, die wir jetzt haben, werden, wenn es kommt, also ich sehe es immer noch kritisch, wir haben immer noch Fragen offen zum Thema Abwasser, wir haben immer noch Fragen offen, Grundstückserwerb etc. Wie offensiv würde ein Oberbürgermeister, André Liebscher, mit der Sache umgehen? Der jetzige Amtsinhaber forciert das Projekt und ist voll und ganz dahinter? Ja, ich denke, dass wir in unserer Stadt Industrie, Gewerbe, Technologieansiedlung brauchen. Gerade auch das, was wir in Dresden sehen, was in Dresden passiert, wird diese Entwicklung in Dresden an uns nicht spurlos vorbeigehen. Wir werden das brauchen, Industrie- und Gewerbe, Technologieansiedlung, aber nicht auf Krampf. Ich denke, wir müssen ökonomische, ökologische, finanzielle Aspekte gegeneinander gut abwägen und dann entscheiden, ob wir diese Ansiedlung hier in diesem Ausmaß wollen. Das heißt, ein gekonntes Jein? Ein Ja. Ich würde sagen ein Ja, weil ich davon ausgehe, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir ordentlich, gründlich darüber entschieden haben, hier diese Industrieansiedlung zuzulassen, wir in 10, 15 Jahren froh sein werden, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Davon bin ich überzeugt. Wenn dieser IPO kommt, werden auch mehr Menschen,
wohl möglich, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in die Stadt Pirna kommt. Das heißt, die Infrastruktur muss auch auf anderen Gebieten funktionieren. Kitas, Schulen und so weiter. Was würde der Oberbürgermeister dort tun, damit die Stadt auch da familienfreundlich aufgestellt ist? Wenn der IBO kommt, wird es Zuzug geben. Davon gehe ich aus. In Größenordnung von 500 bis 700 Bürgern mit ihren Familien und Kindern. Das bedeutet, wir brauchen Schulen und Kitas. Diese Infrastruktur muss parallel laufen. Im Idealfall ist es schon da, wenn der IBO kommen wird. Also da muss mehr investiert werden. Auch die Sanierung von Schulen in Zehista zum Beispiel muss vorangetrieben werden. Wir wollen dort Baugebiete entwickeln in dieser Gegend und da brauchen wir einfach Schulen. Das ist ein Qualitätsmerkmal oder ein Ansiedlungsgrund für neue Pirnacher. Die 100-Tage-Agenda, wenn André Liebscher Oberbürgermeister von Pirna wird, was wird in den ersten 100 Tagen geschehen? Was hat er sich vorgenommen? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde gerne die Verwaltung besser kennenlernen wollen. Das ist so eins meiner Hauptziele. Manche Kandidaten wollen Kaffee trinken gehen mit den Mitarbeitern. Ja, das mag sein. Das ist nicht so mein Hauptziel. Ich würde gerne die Verwaltung, die Arbeit in der Verwaltung besser kennenlernen, so wie man es als Stadtrat halt kennengelernt hat, aber halt dann intensiver. Ich würde gerne mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen, ihre Ideen aufgreifen, diese umsetzen wollen und ja, die Arbeit mit dem Stadtrat ist natürlich auch sehr wichtig. Wir haben im Juni nächstes Jahr Stadtratswahlen. Das würde auch in die 100 Tage fallen. Oberbürgermeister, sage ich jetzt mal, muss den Stadtrat auch so ein bisschen leiten und auch so ein bisschen im Griff haben. Als Parteiloser gelingt einem das möglicherweise besser, wie jemanden, der parteigebunden ist und unvoreingenommen in die Arbeit reingehen kann. Und wir denken, oder ich denke, dass der Stadtrat ja das entscheidende Gremium eigentlich ist. Man kann als Oberbürgermeister Wahlversprechen abgeben, wie man will. Deswegen werden von mir auch wenige kommen. Ich verspreche den Bürgern, dass ich mich für sie und für ihre Stadt einsetze, aber ich werde nicht versprechen, Beiträge zu senken oder ein Kulturhaus zu bauen. Das ist eine Vision, das hätte ich gern, ja, das möchte ich gern, das ist mir wichtig. Aber letztendlich entscheidet es der Stadtrat. Welche menschlichen, in seiner gänzlichen Weisheit, die er hat. Welche menschlichen Eigenschaften sollte ein Oberbürgermeister haben und mit welchen Eigenschaften würde dann eben auch ein André Liebscher in das Amt starten? Die Fragen, das sind zwei Fragen in einer, die gehören eigentlich zusammen. Absolut. Also der Oberbürgermeister André Liebscher ist ein empathischer Oberbürgermeister sein, der wenig Zeit in seinem Büro verbringt, nur das Notwendigste im Rathaus machen wird und eher auf der Straße sein wird. Ständiger Ansprechpartner für unsere Bürger und für mich wird es auch keine Arbeitszeiten geben. Also für mich wird das Leidenschaft sein, eine Berufung zu etwas, wozu die Bürger mich in der Wahl aufgefordert haben, es zu tun. Welche Rolle spielt Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit? Ich denke, wenn die Bürger merken im Wahlkampf oder schon im Vorfeld, wenn der Kandidat sich vorstellt oder die Kandidatin sich vorstellen, dass man dann schon rüberbringen kann, wie ehrlich man im Wahlkampf ist, wie wichtig einem Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit sind. Die Bürger haben ein sehr gutes Gespür dafür, was sie einem glauben können. Die Bürger und die Bürgerinnen wissen ganz genau, was sie von einem Oberbürgermeister erwarten können und was nicht umsetzbar ist, denke ich schon, dass sie das verstehen. War das auch ein Grund für dich, warum du an einer anderen Veranstaltung öffentlich gemacht hast, im Wachregiment Tschitschinski seinerzeit die Armeezeit zu verbringen, ein Ministerium oder eine Armee, die dem Ministerium für Staatssicherheit seinerzeit unterstellt war? Ja, das ist richtig. Ich bin damals mit 17,5 Jahren gemustert worden, in dem Ort, wo ich gelernt habe, in Bitterfeld. Und ich wollte 3 Jahre zur Armee gehen, ich wollte mit 18 weg, ich wollte Maschinenbau studieren. Das war in der DDR quasi ein Entgegenkommen dem Staat gegenüber, zu sagen, ich verpflichte mich zu etwas und dafür hätte ich gerne Gegenleistung, nämlich ein Studium. Und das war so mein Ziel. Und damals zur Musterung stand für mich halt zur Auswahl an die Grenztruppen zu kommen oder im Wachregiment, weil ich eben halt keine Westverwandten hatte, war das möglich. Und ja, im Nachhinein fällt es ein bisschen auf die Füße, weil es eben halt Ministerium für Staatssicherheit war damals. Weißt du heute diesen Schritt? Aus der damaligen Sicht war es der richtige Schritt. Ob ich das jetzt heute bereue, ich kann es ja eh nicht mehr rückgängig machen. Natürlich ist das, ich sag mal, ein Makel, den man so ein bisschen hat, ne? Sein
Grundwehrdienst, seinen dreijährigen freiwilligen Grundwehrdienst bei einer militärischen Einheit der Staatssicherheit verbracht zu haben. Aber es gehört zu meinem Leben. Es ist meine Geschichte und die gehört dazu. Und ich war nie in der SED, ich war bei den Jungen Pionieren und bei der FDJ, aber parteigebunden war ich noch nie. Was wünscht sich André Liebscher für seine Stadt Pirna? Ich wünsche mir für meine Stadt, dass wir die ganzen Ziele und die ganzen Herausforderungen, die uns in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren erwarten, wir werden eine wahnsinnige Entwicklung in der Mobilität erleben, die uns jetzt noch gar nicht bewusst wird. Wir werden eine Entwicklung erleben im Verkehr, in Industrieansiedlungen, im menschlichen Zwischeneinander. Ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, auch im Hinblick auf die nächsten 10, 20 Jahre unsere Stadt so zu entwickeln, dass wir die Herausforderungen, die uns erwarten, und die werden immens sein, gut bewältigen können.